ist, dass wenn du leichte Kopfschmerzen hast, aber nur über einem Auge. Was? Ja. Also leichte Kopfschmerzen, aber direkt über dem Auge sozusagen. Über einem Auge. Meine Kopfschmerzen beziehen sich meistens auf den Nacken. Ja, das wären ja Nackenschmerzen. Nee, das sind Kopfschmerzen, die in den Nacken ausstrahlen. Oder Nackenschmerzen, Herkunftskopf. Genau. Wo sind meine Slam-Boots hin? Meine Slam-Boots sind weg. Ich hab gerade meinen Grabstein und das und so. Kann nicht sein, weil ich habe nämlich gerade schon ein paar Slam-Boots eingebüßt und weg. Und scheiße, oh, ich bin nicht mehr da. Du musst aber nur die grünen haben, oder nicht? Naja, ich habe die grünen jetzt wieder. Ich hatte auch zwischendrin die pinkfarbenen, wo wir doch getestet haben, ob die pinkfarbenen höher springen als die grünen. Ja. Das ist die gleiche Mumpe. Da steht dann auch da, dass dieser Schleim lässt sich so hochspringen. Du springst mit den Pinkfarben definitiv nicht höher als mit dem Grün. Grün würde ich dazu nicht sagen, ich würde eher Türkis dazu sagen. Ja, Türkis, ja. So, hab alle meine Sachen wieder, alles ist wieder schön. Jetzt vielleicht mal die Reihenfolge wieder hier neu sortieren. Ja. Wenn du kannst, kannst du dich ja mal schlafen legen. Ja, kann ich. Bin gerade mal raus. Ich hätte sogar unterwegs schlafen können. Ich habe ein Bett mit. Auch du solltest dein Bett unterwegs mit haben, weil ich hatte dir eins gemacht. Jupp. Yep. Ich habe ja auch einige Betten hier. Zwei Stück habe ich dabei. Einige Betten? Aber das ist super. Ja, aber ein Doppelbett. Eine Spielwiese. Yeah. Oh. So, wo packe ich den Farmer hin? Na, irgendwo, weil du eine Wiese hast. Weil ich weiß nicht, ob für den Farmer Wasser nötig ist. Das müsstest du ausprobieren, aber solange wir diese Regenwürmer haben, brauchst du kein Wasser. Weil die Regenwürmer halten die Erde feucht. Nein! Forrest, lauf! Der blöde Creeper! Ah Gott, wie war das? Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt oder so, ne? Bei Forrest Gump. Hast du jetzt auch gerade so eine Situation, ja? Du siehst einen Creeper, du läufst drauf zu, auf einmal fupp, ist er weg. Du rechnest nicht mit, auf einmal. Nee, um das Haus rumgelaufen ist er. Oder? Ja, ich habe manchmal wirklich den Eindruck, und das glaube ich wirklich, dass es so ist, dass die Viecher ab und zu mal nicht nur spawnen, sondern auch despawnen, einfach wieder weg sind. Das könnte gut sein, ja. Und wenn du Pech hast, ist der gerade weg an der Position, wo du dich aufhältst. Und spawnt nochmal in deiner Nähe woanders nochmal neu, wo du gar nicht mit rechnest. Mhm. Und dann macht er kurz Rums und dann war's das mit dir. Genau. So. Jetzt ziehen wir wieder neue Erde hin. Wofür brauchst du die Erde? Creeper-Explosion? Nee, für den Farmer gleich. Mhm. Du weißt ja, wie lange man braucht, um so einen Holzstamm mit der Hand abzuhacken. Ja, yep. Lange. Ich habe es geschafft, eine Axt zu bauen, die langsamer ist. Das hat doch was. Ja. So habe ich mir eine Steinholzfäller-Axt in der Tinkerschmiede gemacht, die keinerlei Extras von mir bekommen hat. Okay. So haben wir die Teile ausgestanzt und die Teile dann anschließend wieder zusammengesetzt. Mhm. Fertig. Ja, ich habe letztes Mal versucht zu hacken und das hat länger gedauert als mit der Hand. Ich gehe mal davon aus, es liegt daran, dass die ratzfatz einfach kaputt gegangen ist. Und wir haben ja festgestellt, Sachen, die in der Tinkerschmiede zusammengebaut sind, wie hältst du? Die sind halt einfach kaputt. Währenddessen eine normale Axt, der dann verschwindet, wenn sie defekt ist. Hm. Und deswegen habe ich jetzt eine kaputte Steinaxt hier in meinem Inventar, welche ich vermutlich nicht benutzen kann. Ich kann ja mal gucken, ob ich mit Bruchstein reparieren kann. Weil wir haben ja festgestellt, dass gerade die Tinkersachen sich mit Stein oder mit dem Grundmaterial, aus dem der Kopf besteht, ja verdammt schnell reparieren lassen. Ne? Ja. Das ist schon genial. Ist ja unser Hammer, der eine wirklich gute Eigenschaften hat. Mit einem einzigen Block mal eben schnell repariert. Hardwort. Jo.
Auch bei der Steinholzverlags, das ist ebenbürtig. Ich habe einen einzigen Bruchsteinblock gebraucht und das Ding ist komplett wieder repariert. Du brauchst zwar viel erstmal zum Herstellen solcher Axt, aber um sie anschließend zu reparieren, brauchst du nur einen einzigen Block. Schon lustig. Also die Tinker-Geschichten sind auf jeden Fall. Ja, Tinker ist genial. Schön gemacht, das ist wirklich sehr gut sich einsetzen. Wenn man damit erstmal arbeitet, ist es genial. Keine Erde mehr? Tatsache. Dum, 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 dum. Ja, aber lustig ist, dass wir tatsächlich bis jetzt nicht wieder in der Lage waren, Sojabohnen aufzutreiben. Ja, bis jetzt noch nicht, ne. Ne, ich glaube auch nicht, da kommt noch was. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Gut, ist nicht so dramatisch, ich habe jetzt ein paar Kühe hier. Also, irgendwo müssen die auch sein, weil wenn die ja in den Rezepten drin sind, dann müsste man theoretisch ja auch Sojabohnen irgendwo finden. Vermutlich aber dann irgendwo als Quest, nicht als zu erntendes Gegenstand, als Samen, den du bekommst, um Sachen zu machen. Ja. Axel war heute ein anstrengender Arbeitstag. Jetzt ist schon wieder halbwegs Blödsinn hier. Naja, was soll's. So, ich erweitere gerade mein Gelände. Steckst du gleich bei mir im Haus, ja, wie ich dich kenne. Nee, ich gehe diesmal nach Süden. Hast du jetzt zu essen oder brauchst du? Ich habe jetzt, ja. Gut, weil ich eben gerade dabei bin, meine Sachen hier auszusortieren, die ich eben mehr oder weniger unfreiwillig mitgenommen habe, nämlich Pfefferminztee und Tomate, Fichtensetzlinge. Durch die Explosion sind ein paar Sachen eben noch dazu gekommen. Ich bin gerade bei dem Kirscheis. Kirscheis, ja, ich hatte recht. Kirscheis hat 4,5, also gut 4,75 Hungerbalken, die er in dem Moment wieder auffüllt. Und 11-mal Durst. Wow. Das ist mal eine Hausnummer. Vor allem wieder angewöhnen, wenn man schon diese Karte hat, die Karte so einzustellen, dass man immer drauf gucken kann. Also, dass man die direkte Umgebung sieht, dann siehst du nämlich sofort, ob da irgendwelche Viecher ankommen. Ja, da musst du aber extrem groß in die Vergrößerung machen. Ja, dass du das Haus siehst und dann. Ist hier unterwegs eher kontraproduktiv. Du siehst so, ob dann irgendwelche Viecher kommen. Ja, gut, wenn du jetzt unterwegs bist, ist klar. Aber jetzt so beim Arbeiten hier am Haus zum Beispiel. Draußen ist es sinnvoll. Sonst guckst du mehr auf deine Karte, die dich eigentlich nicht wirklich weiterbringt, als dass du auf den Weg achtest, wo du langläufst. Ja, bin ich gespannt, ob ich dann auch tatsächlich irgendwann mal streame. Sollte mir ein gescheiter Name einfallen. Ja. Aber die technischen Voraussetzungen dafür sind dann nur erledigt. Ja, ist halt nur der Name, der nicht immer so einfach ist. Sprich, schnelle Internetleitung ist jetzt vorhanden. Nee, einfach keine Idee. Wie man es macht, macht man falsch. Ach, siehst du, Sand wollte ich mitnehmen. Nein, Erde wollte ich mitnehmen. Ich bedenke, was das manchmal für ein Krampf war, sich Sand zu organisieren. Alles jetzt kein Thema. Schmeißt du mal eben entweder in den Brecher oder in den Pulverisierer. Ja. Ein bisschen Bruchstein rein und schon hast du es ran. Und ja, ist genauso schlimm wie die Massen an Erde, die man auf einmal hat.
Kann ich absolut widersprechen. Achso, hast du keine? Nein, wenn ich Massen an Erde hätte, hätte ich das Loch, was der Creeper ihm gerissen hat, nämlich schon zugemacht. Ich muss jetzt extra zum Haus zurück und wieder etwas Erde holen. Weil die Creeperlöcher, die wir bei uns hier wir immer ständig flicken müssen, die brauchen Erde ohne Ende. Und irgendwann hast du tatsächlich nicht genügend da. Das stimmt. Also ich kann bis jetzt in der Version 12.1 hier nicht behaupten, dass ich irgendwann mal die Situation gehabt hätte, ob ich zu viel Erde habe. Das ist bis jetzt bei mir noch nicht aufgetaucht. Gut, okay, ich weiß, ich gehe eine Menge Risiken ein. Aber ich bin halt beim Ausprobieren. Ausprobieren heißt auch Risiko. Ne? Wer nicht wagt, wer nicht gewinnt. Ab und zu musst du einfach mal ein bisschen was testen. Das stimmt. Das kann dann schon mal passieren, dass du in dem Moment, wenn du das nur eine Sache testest, dann im Hintergrund dann auf einmal vor einer Creeper-Angriff wird. Das siehst du ja nicht. Und zischt kurz und das war's dann. Und deine Karte da oben bringt dich in dem Moment auch tatsächlich nicht weiter, aber wie gesagt, du bist ja dabei, Sachen zu testen. Ja, wirklich klar, mit dem Test ist klar, aber so gerade am Bauen, wie ich jetzt hier gerade. Ich finde auch gut für die grobe Orientierung oder auch, wie du schon sagst, wenn du am Bauen bist und Sachen siehst. Wo ich mich zum Beispiel jetzt von meinem Windrad nach unten gebaut hatte, habe ich nicht gesehen, wo ich bin. Da konnte ich natürlich schön die Vorschaukarte daneben und konnte gucken, wo musst du überhaupt lang. Ja. Da hast du dann dementsprechend das Raster entweder vergrößert oder verkleinert, damit du noch siehst, wo du lang musst. Weil ich war ja unterirdisch und hatte natürlich keine Orientierung. Weil diese Leitung dazu liegen war dann doch schon ganz schön in der Kraft hat. Und das hat mir diese Karte definitiv abgenommen, dass ich da großartig mich drum kümmern muss. Ich musste nicht nochmal hoch und gucken, ach, welche Richtung und wohin guckst du. War alles nicht nötig. Ja. Schon wieder keine Erde mehr. Jetzt habe ich auch keine Erde mehr. Was machst du denn mit deiner ganzen Erde? Ja, ich habe ein bisschen Flächenerweiterung gemacht. Ja, Terraforming nennt man das Ganze. Terraforming, ja, das wäre mehr Platten machen. Ja, doch. Ne, ich habe meinen Berg ein bisschen erweitert. Ja, Terraforming ist sowohl wegnehmen als auch hinpacken, ne? Du formst ja die Erde. Oder die Gegend. Ach, ich kann ein bisschen Cobblestone hier unten reinpacken. Und das ist schlecht. So, ich bin gerade bei deinem alten Refugium, nämlich deinem Kellerloch, was du hier gemacht hast. Bist du ja nicht nur komplett leer gemacht hast, du hast dir ja sogar die Tür noch geklaut. Yep. Hab ihn richtig platt gemacht. Aber dafür hast du noch deinen Weg nach unten in die. Ja, da war ich noch nicht ganz fertig. Also zum Minen, zum. Ja, du kommst kaum runter, da liegt schon Status vor deiner Nase. Ja, genau. Deswegen, ich habe erstmal nur leer geräumt, er war noch nicht da zum Farmen. In der Ecke. Da ist ja noch meine Ecke so. Okay, du gehst. Und zweite Seite gehst du direkt runter in die Schlucht, ich verstehe. Ja. Das ist also meine Farming-Ecke da unten. Ja, da lasse ich dich auch drücken, wie gesagt. Sollten wir in dieser Schlucht irgendwo einmal zusammentreffen. Wird das mit Sicherheit ein schönes gemeinsames Abenteuer. Weil diese Schlucht hier, die ist ja mega groß. Ja, das stimmt. Und da wird mit Sicherheit noch mehr als eine Überraschung auf uns zukommen. Ich habe dieser Schlucht nämlich auch ein kürzliches Ableben zu verdanken. Weil du ganz normal, gerade am Baumaßnahmenteil, wie sich das gehört in Minecraft, auf einmal merkst du nur, und dann hast du quasi so die Mischung zwischen, ja, die Schwerkraft hat dich erledigt, oder du bist dementsprechend gerade in Lava drin. Ja. Aber auf einmal brach der Boden weg, obwohl ich da gar nichts weggenommen hatte. Nämlich irgendwo direkt in der Nähe ein Creeper explodiert und der hat so eine Kettenreaktion ausgelöst, die dafür sorgt hat, dass ich dann draufgegangen bin. Ja, das ist übel.